bin ich wieder. Ja, erstmal frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert und so weiter. Euch ist nichts passiert. Ja, so, was zeige ich heute für euch? Es geht um die neue Kaya. Die neuen Modelle von Kaya. Die Bohemian Styles. Das ist die 480er. Die N480 in Bohemian Style. Ich habe sie in Gold Amber. Das eine Besondere an den Pfeifen ist, sie haben echt Gold und echt Silber Verzierungen, wie man hier sehen kann. Ja, dabei ist halt der normale NP-Kopf, PN-Kopf, keine Ahnung wie der heißt. Ja, in letzter Zeit traue ich sehr oft mit dem. Das ist jetzt nicht so schlecht. Dann der ganz normale Standardschlauch. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Er ist nicht auswaschbar, aber es ist in Ordnung. Ich rauche jetzt auch sehr oft mit dem, weil er einfach einen guten Durchzug hat für den Standardschlauch. Ja, ist halt ein kleines Griffstück, schön flexibel, geht klar. Noch dabei ist halt eine Scheinwerferdichtung. Dann der Kopfadapter. Kennt man ja alles. Super verarbeitet, wie es gewohnt ist von Kaya. Ja, der Kohleteller auch typisch mit diesen Verzierungen drin. Hier ist hier leicht verfärbt, wie man es sehen kann. Aber mir ist es egal, wenn der Teil jetzt braun ist oder immer noch silber. Beeinflusst hat die Rauchentwicklung nicht. Unterlegscheibe. Dann zur Rauchsäule. So, einen Moment. So, die Rauchsäule auch hier. Schön massiv. Könnt ihr alles abschrauben. Könnt ihr auch zu einer Zweischlauch-Shisha machen, wenn ihr wollt. Die Gewinde sind gut geschnitten. Immer schön einfetten, damit die Gewinde lange halten. Die Rauchsäule hat kein Innenrohr. Bietet einen super Durchzug dadurch. Ja, dann zum Taucher. Das schöne Stück. Verdammt dick. Zumindest die Wanddicke ist sehr dick. Das sind genau 2 mm. 2 mm Wandstärke. Das Taucher ist doch sehr schwer. Es ist nicht zu lang, nicht zu kurz, wie man es jetzt von den neuen PN630 Modellen kennt. Ich habe mal ein paar im Forum geschrieben, dass die Taucher zu lang sind. Ist bei der Pfeife nicht. Und was ich noch ganz geil finde, ist das Gewinde. Entweder wurde es halt, entweder ist es ein ganzes Stück und es wurde halt reingedreht, das Gewinde. Oder es sind noch 2 Teile halt, ein Rohr und ein Gewinde, was reingesteckt wurde und festgeklebt. Ja, müssen wir bei Kaya mal nachfragen. Ah, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Auch hier Gewinde gut verarbeitet. Immer schön einfetten. Damit die Gewinde lang halten, leicht laufen. Kein ekliges Quietschen entsteht. Und jetzt zum Besonderen der Pfeife, die Bowen. Wie schon gesagt, ich habe sie in Amber Gold. Ja, das ist halt, wenn man das Licht hält, das ist so leicht bräunlich. Aber nicht zu dunkel, trotzdem noch gut durchsichtig. Ja, die Dicke kann ich schwer sagen. Hat ein gutes Gewicht auf jeden Fall. Wird jetzt auch nicht zu schnell kaputt gehen. Bestimmt eine Wanddicke von 3-4 mm oder so. Ja, wie gesagt, hier hat sie echt Goldverzierungen. Sind alle super verarbeitet. Sieht verdammt schick aus. Ich rauche es halt nur noch mit der, mit keiner anderen Pfeife, weil ich die einfach nur extrem geil finde. Ja, ich werde jetzt noch ein Köpfchen bauen und dann wieder melden. Bis es gleich. So Leute, da bin ich wieder. Korb ist angeraucht. Ja, Durchzug ist wunderbar. Man kann sogar durch etwas dunklere Bowlen den Rauch noch erkennen. Wenn ihr zu Hause so eine Beleuchtung habt, eure Pfeife, dann sieht es echt geil aus. Ich habe schon auf einer probiert.
Nur meine sind gerade die Batterien leer, das wirst du zeigen. Ja, aber die Pfeife steht auch gut. Kein Wackeln, nichts. Oh, ja, was soll ich sagen? Ach ja, zum Preis. Einen Moment, ich gucke mal kurz nach, ich habe vergessen zu erwähnen. Ihr kennt mich ja, ich bin immer ein bisschen verplant. Einen Moment. So, Shishas, Premium, Nalbe und Bohemia. Die 480er Modelle kosten 55 Euro. Wir haben so einen 54,90. Die 580er kosten 69,90. Und die 630er kosten 79,90. Dann gab es noch zwei andere Varianten. Moment. Und zwar zum Stecken. Da gibt es eine, die nennt sich Planet. Ja, 69,90 und eine Syrian Style. Kostet 69,90. Nochmal ein Dankeschön an Kaya, der mir die Pfeife zur Verfügung gestellt hat. Kam so am Heiligabend an, hat mich sehr durchs Paket gefreut. Ja, ich werde noch kurz was schneiden, Video online stellen, dann würden sich alle freuen, die die Pfeife da geil fanden, als ich ein Foto von mir gestellt habe. Ich war mit dem Vortex-Bau, weil ich mit dem lange mal wieder, sonst eigentlich halt im Standardschlauch. Wie gesagt, der ist richtig gut geworden. Das heißt, die Alten. Ja, von mir die ganz klare Kaufempfehlung. Wenn es euch gefällt, kauft ihr euch. Ihr werdet immer Spaß haben. Und ja, bis zum nächsten Mal.